Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag in der Diesterweg-Simon-Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft. Ich freue mich ganz besonders, dass der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, Herr Professor Ring, unter uns ist. Ich begrüße natürlich ganz besonders herzlich den Redner unseres heutigen Abends, Herrn Dr. Stefan Graf von der Schulenburg. Er ist Kurator der Abteilung Asien hier im Museum für angewandte Kunst und den meisten von Ihnen wahrscheinlich außerordentlich gut bekannt. Meine Damen und Herren, die Kunst und das Kunsthandwerk Ostasiens sind einer der wichtigsten Sammlungsschwerpunkte des Museums für angewandte Kunst. Und ich möchte vor diesem Vortrag nur an zwei Highlights aus diesem spannenden Themenbereich erinnern, die Sie alle wahrscheinlich auch gut kennen werden. Erst jüngst konnten wir in der Ausstellung Entdeckung Korea einen Eindruck von den Schätzen koreanischer Kunst in deutschen Museen allgemein und eben aber auch von der kleinen, aber exquisiten Sammlung hier im Haus gewinnen. Und das zweite Highlight, an das ich erinnern möchte im Zusammenhang mit diesem Museum, ist eben die auch in letzter Zeit oft erwähnte Sammlung Riese. Sie wissen vielleicht, im August 2012 ist es dem Museum und dem Kunstgewerbeverein gelungen, eine der bedeutendsten Sammlungen japanischer Farbholzschnitte dauerhaft an das Haus zu holen. Der größte Teil der Ankaufssumme für die 180 Blätter konnte dank großzügiger Unterstützung zahlreicher Förderer bereits aufgebracht werden. Ein kleines bisschen fehlt noch und wer auch immer mag, darf das Museum bei diesem Ankauf gerne unterstützen. Ich nehme an, der Graf von der Schulenburg nimmt diesbezügliche Anfragen gerne entgegen. Zusammen mit der vor einigen Jahren für das Museum erworbenen exzellenten Sammlung Geiger, die die Anfänge des japanischen Ukiyo-Holzschnittes dokumentiert, ist nun auch eine der besten Sammlungen für die klassische Periode dieser Bildgattung hier in Frankfurt zu sehen. Die Kunst des japanischen Holzschnitts faszinierte die europäischen Künstler und später auch zahlreiche Sammler. Sie liefert den leuchtenden Farben und spannenden Kompositionen ein Spiegelbild der bürgerlichen Kultur vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Der Betrachter erlebt, wie Sie sicher auch schon gesehen haben, die bunte Welt des Theaters, das Leben auf den Straßen der Städte und entlang der großen Handelsstraßen. Er sieht die berühmten Landschaften Japans, schöne Frauen, Schauspielerporträts und nächtliche Vergnügungen. Und wer sich einmal intensiver in diese Welt vertiefen möchte, der sei auf die Webseite des Museums verwiesen, wo man in kleinen Bildern schon jetzt zumindest einen Eindruck von dem bunten Treiben auf all diesen Holzschnitten bekommen kann. Das Privileg, sich im Original mit all diesen Objekten zu befassen, hat man einerseits, wenn man als Besucher hier in dieses Museum kommt und noch viel näher, wenn man die Verantwortung für die Asienabteilung dieses Museums trägt. Herr Dr. Schulenburg wurde 1959 in Weiden in der Oberpfalz geboren. Von 1978 bis 1987 studierte er Kunstgeschichte, Philosophie, Germanistik, Japanologie und Sinologie in München, in Berlin, in Tokio, Kyoto und Heidelberg und wurde dort 1995 auch promoviert. 1987 trat er sein Volontariat in der Ostasienabteilung am Blindenmuseum in Stuttgart an. 1990 schließlich kommt er nach Frankfurt und wird Leiter der Abteilung Asien am hiesigen Museum. Seit 1994 veranstaltet er regelmäßig das Kolloquium Ostasiatische Kunst, ein Gesprächsforum für Sammler und Wissenschaftler im Bereich ostasiatischer Kunst. Für dieses Museum wie auch für andere Kunstinstitutionen kuratierte er zahlreiche Ausstellungen, vornehmlich zu Ostasien. Und Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt bei chinesischer Keramik, japanischer Malerei des 16. bis 18. Jahrhunderts und den modernen und zeitgenössischen Aspekten von Kunst und Kunsthandwerk Ostasiens. Er hatte darüber hinaus Lehraufträge am Institut für orientalische Kunstgeschichte der Universität Bonn und am Institut für Kunstgeschichte Ostasiens der Universität Heidelberg. Und er ist als Juror tätig, so zuletzt im vergangenen Jahr für die Internationale Biennale in Südkorea. Herr Dr. Schulenburg, ich darf Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten und muss ganz ehrlich gestehen, dass Sie mit Ihrem Titel Eisenarm Atom, Humor und Katastrophe in Japan meine Neugier auf diesen Vortrag geweckt haben, wie das selten ein Redner vor Ihnen vermag. Okay.
vielen Dank für die freundlichen Worte der Einführung, liebe Frau Becker. Dass ich Sie jetzt vielleicht ein wenig ratlos mit diesem Titel zunächst gelassen habe, das ist natürlich nicht völlig ohne Absicht, denn es sind ja ein paar Paradoxa in diesen wenigen Worten enthalten. Und ich hoffe, es wird mir gelingen, Ihnen das in der Tat ja auch nicht so ganz einfache Phänomen des Humors am Beispiel der Kultur Japans in diesem Vortrag ein bisschen näher zu bringen. Das ist ein vielfältiges Thema, um es nur sehr banal zu sagen. Im Frühjahr 2012, ein Jahr nach der verheerenden Tsunami- und Atomkatastrophe von Fukushima, taten sich 8 japanische Manga-Zeichner, also Comic-Zeichner, zusammen, ihre Albträume in einer Comic-Anthologie zusammenzufassen. Dies geschah auf Initiative des französischen Comic-Verlages Kaze Edition, das heißt, also Kaze ist der Wind auf Japanisch. Wir sehen hier Ausschnitte aus 2 dieser Bilderzählungen. Der westliche Betrachter mag sich fragen, was dies soll. Was sollen Comics vor dem Hintergrund einer derartigen Katastrophe, eines Jahrhunderterdbebens mit fatalen Folgen für die moderne Industriegesellschaft Japan? Ist diese Art des Umgangs mit Katastrophen blanker Zynismus? Damit sind wir bereits mitten im Thema dieses Beitrags. Der Frage nämlich, welche Funktion hat Humor, Ironie, im Falle unserer Betrachtung zuallererst komische oder groteske Kunst? Geht es hier primär um Belustigung oder ist es etwas ganz anderes? Gefragt werden muss natürlich auch, ist das, was wir hier im Manga-Stil gezeichnet sehen, überhaupt komisch, weil es comichaft gezeichnet ist? Nun ist es eine altbekannte Tatsache, dass der Humor nicht allein Ausdruck von Heiterkeit und Lebensfreude ist. Warum sonst sollten Diktaturen tatsächlich die wunderbarsten Satiren, die besten Witze hervorbringen? In Deutschland braucht man nur an die blühende Kultur der Honecker-Witze zurückdenken, um dieses Phänomen ein wenig zu erklären. Und wenn wir uns die hier gezeigten Bildfindungen zur Tsunami- und Atomkatastrophe anschauen, so ist uns ja auch ganz schnell klar, was wir hier sehen und was uns eben in der Bildsprache eines Comic entgegentritt, ist alles andere als komisch gemeint. Allenfalls kann man den Stil der Bilder als grotesk, die Wirklichkeit irgendwie überzeichnend charakterisieren. Wenn man die Geschichte der japanischen visuellen Kultur betrachtet, so kann man jenseits des modernen Manga weit in die Historie hinein ganz allgemein konstatieren, dass der Witz, die Groteske, die Travestie und die Persiflage mehr als in den meisten anderen Kulturen der Welt zu einer Grundkoordinate menschlicher Äußerungen zu gehören scheinen. Dies gilt in besonderer Weise für die Populärkultur, aber, und das werde ich versuchen darzulegen, durchaus auch für einige Bereiche der schönen und der angewandten Kunst, also der sogenannten Hochkultur oder auch natürlich der angewandten Kunst, also einer für repräsentative Zwecke bzw. für den Alltagsgebrauch hergestellten künstlerischen Produkte. Bereits vor über 100 Jahren, wenige Jahrzehnte, nachdem sich das Land dem Westen geöffnet hatte, fiel Kurt Netto und Gottfried Wagener, 2 frühen deutschen Japanreisenden, der japanische Hang zum Humoresken auf. Ihr 1901 bei Brockhaus erschienenes Werk »Japanischer Humor«, es ist übrigens hier in der Bibliothek des Museums auch einsehbar, wurde angesichts der Japan-Mode jener Zeit rasch zu einem Klassiker der westlichen Literatur über jenes ostasiatische Land, das mit seinem Sieg über das chinesische Qing-Reich 1894-95 und wenig später über das russische Zarenreich 1904-5 damals unter den europäischen Großmächten mit einem gewissen Staunen zur Kenntnis genommen wurde. Bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatten Netto und Wagener sich im Land der aufgehenden Sonne aufgehalten. Was in ihrem reich illustrierten und außerordentlich detaillierten Buch auffällt, ist, dass sie fast ausschließlich Maler, Holzschnittkünstler, manchmal auch kunstgewerbliche Produkte der Spätzeit, also der späten Edo- und der Meiji-Zeit, grob des 18. und 19. Jahrhunderts, und deren Humoresken vorstellen. Die rechts wiedergegebene Seite zeigt als Dekor auf einem Tsuba, also hier, diese Sache hier,
einem Schwertstichblatt einen Affen als Kunstkritiker. Mit einer Kneiferbrille betrachtet er ein kunstvoll gestaltetes Netzke. Sie erinnern sich an den Vortrag, den wir hier im Haus hatten, über den Hasen mit den Bernsteinaugen. Also so ein kleines Knöpfchen aus Elfenbein, das ein Inro, so ein Medizindöschen zusammenhält. Also der Affe als Kunstrichter hier. Allerdings enthält das edel ausgestattete Buch auch Reproduktionen von Ausschnitten aus traditionell dem Mönchsmaler Toba Sojo, der im 12. Jahrhundert tätig war, zugeschriebenen und über Jahrhunderte im Tempel Kosanji in Kyoto aufbewahrten Rollbildern, die zu den frühesten Karikaturen der Weltkunstgeschichte gerechnet werden. Sie zeigen mit einem außerordentlich liebenswerten Humor das Leben im Kloster, wobei vielfach Tiere in die Rolle von Menschen schlüpfen. Eine der bekanntesten Szenen aus diesem umfangreichen Werk ist eine Darstellung einer Buddha-Statue als Frosch, vor dem ein in Priesterrobe gekleideter Affe sein Gebet verrichtet. Dargestellt ist hier die Totenfeier. Wenn man das also weiter anschaut, kann man die Hintergründe ersehen, auch wenn nicht viel Text in diesen Rollen vorkommt. Man sieht, dass es sich um eine Totenfeier handelt für einen durch einen üblen Scherz eines Affen zu Tode gekommenen Frosch. Somit gewinnt die augenzwinkernde Heiterkeit der zweifellos reichlich blasphemischen Szene eine geradezu makabere Note. Dies erstaunt umso mehr, wenn man sich vor Augen hält, dass das Werk, das vermutlich nicht von Toba Sojo, einem berühmten Mönchsmaler selbst, sondern aber doch immerhin im Umkreis dieses Klosters entstanden ist. Und dass eben dort wirklich wie ein großes Kunstwerk über viele Jahrhunderte tradiert worden ist und bis heute aufbewahrt worden ist. Das Werk, das im 20. Jahrhundert auch in die Liste der japanischen Nationalschätze aufgenommen wurde, gehört heute zu den bekanntesten und populärsten Werken der japanischen Malerei und wird in unzähligen Publikationen und Faksimile-Ausgaben angeboten. Also zum Beispiel im Tokio Nationalmuseum können Sie eine Faksimile-Bildrolle für wenig Geld erstehen in etwas kleinerem Format. Da kann man das wunderbar alles drauf betrachten. Allein die hierin zum Ausdruck kommende Wertschätzung für einen bei genauerer Betrachtung durchaus gesellschaftskritischen und reichlich beißenden Humor ist bereits ein deutliches Indiz für die herausragende Bedeutung, die der Humor in der japanischen Kultur ja offenbar schon seit langem innehat. Wir sprechen also hier vom 12. Jahrhundert. Die Kosanji-Rollen, in Japan allgemein als Choju Jimbutsu-giga, was wörtlich heißt Karikaturen von Vögeln, Tieren und Menschen, sind im Kontext der Kunst der Heian-Zeit, also des 8. bis 12. Jahrhunderts, zweifellos als eine außergewöhnliche künstlerische Ausdrucksform zu begreifen. Vor allem diesem Umstand verdanken sie es vermutlich, dass sie bis zum heutigen Tag sorgsam aufbewahrt wurden. Denn das Schicksal komischer oder satirischer Kunst, die selbstverständlich in vielen Kulturen der Welt bereits in früher Zeit auftritt, ist üblicherweise, dass sie rasch in Vergessenheit geraten oder, weil nicht politisch korrekt, eben versteckt oder gar zerstört werden. Dies gilt trotz der hier beschriebenen Liberalität im Umgang mit Humor und Satire durchaus auch für Japan. Aus den frühen Jahrhunderten der japanischen Zivilisation haben sich tatsächlich nur sehr wenige Zeugnisse komischer Kunst erhalten. Diese allerdings werden in Japan aufmerksam analysiert von einem Forschungszweig, der sich mit der Vorgeschichte der ja weit über Japan hinaus ungeheuer erfolgreichen Manga beschäftigt. Manga bedeutet wörtlich komische oder auch ungezügelte Bilder. Gibt es ein Problem, oder? Nee. Nein. Okay. Genannt werden in Untersuchungen zu diesem Thema üblicherweise Werke wie die hier links gezeigte Zeichnung einer karikaturhaft wirkenden männlichen Figur mit der etwas kryptischen Beischrift Dai Dai Ron, was man hier lesen kann, was eigentlich nichts anderes heißt als ganz große, sehr große Abhandlung, sehr großer Text irgendwie. Aufbewahrt wird das Ganze im Schatzhaus Shosoin in Nara, eine kaiserliche Stiftung und manchmal bezeichnet als das älteste Museum der Welt. Es wurde nämlich 756 als Tempelsammlung intronisiert und damit quasi zu einem Museum gemacht.
Was es mit dieser Figur auf sich hat, lässt sich heute nicht mehr sagen. Auch die Aufschrift lässt einen nur Mutmaßungen anstellen. Aber die Figur mit ihren hervorquellenden Augen, den aufgerissenen Mund und den vielleicht im Tanz merkwürdig steif hochgerissenen linken Schulter hat auf jeden Fall einen reichlich grotesken Ausdruck. Rechts im Bild ein Beispiel für beiläufige Kritzelzeichnungen von Bauleuten des frühen 7. Jahrhunderts nach Christus. Also wir sind hier noch einmal deutlich früher, mehr als 100 Jahre früher als bei dem links gezeigten Werk. Sie fanden sich bei Renovierungsarbeiten an versteckter Stelle im Gebälk des Tempels Horyuji, der ebenfalls in der Nähe von Nara liegt, also der damaligen Hauptstadt im frühen Japan. Der Stil der Zeichnung erinnert irgendwie an Kritzelzeichnungen, so an Telefonkritzeleien, die man so ja, oder eben von Schulbänken, wo eben sich irgendwelche Schüler langweilen und dann kritzeln verewigen. Aber wie gesagt, alle hier gezeigten Beispiele aus den frühen Jahrhunderten der japanischen Geschichte sind ausgesprochen singuläre Einzelfälle, die sich nur durch besondere Zufälle oder besondere Umstände bis in die Jetztzeit erhalten haben. Die Lage ändert sich grundlegend mit der allmählichen Herausbildung einer städtisch geprägten bürgerlichen Gesellschaft. Das fand im 17. Jahrhundert in Japan statt. Zu jener Zeit wurde der in der Hierarchie der japanischen Gesellschaft ganz unten stehende Kaufmannsstand zunehmend zur wirtschaftlichen Elite und damit auch mehr und mehr prägend für die Kultur. Vor allem bildete sich eine breite Populärkultur von vormals nicht bekannter Lebendigkeit heraus. Das Kabuki-Theater, die Tee- und Freudenhäuser mit ihrem abendlichen Amüsierbetrieb und auch die Kunst des Ukiyo-e haben wir ja gerade schon vorgestellt bekommen. In allen ihren Facetten ist ein wunderbares Spiegelbild der Lebendigkeit und auch durchaus Heiterkeit, die diese Zeit geprägt hat. Ein frühes Beispiel aus dem Jahre 1686, das ist übrigens die Sammlung Geiger, die ja auch schon erwähnt wurde, die wir vor der Sammlung Riese bereits vor etwa 10 Jahren fürs Museum erworben haben, ist dieser Holzschnitt von Ishikawa Ryusen, also Ende 17. Jahrhundert, 1686 herum ist er entstanden. Der Humor tritt hier auf mehreren Ebenen zutage. Zum einen visuell in der links nochmal in Vergrößerung gezeigten Figur eines zornigen Samurai. Dieser offenbar in Eifersucht entbrannt, hat links die Schiebetür aufgerissen und stört mit fast schon gezücktem Schwert das Schäferstündchen, das sich auf der rechten Seite abspielt. Das zornige Gesicht des Wüstlings ist mit wenigen markant gesetzten Konturen als eine Art Comicfigur eines erzürnten Menschen dargestellt. Aber der Humor hat hier noch eine weitere Qualität. Das Gedicht, das oben in der gerundeten Kartusche angebracht ist, lautet: Der Horaku-Tanz und zusammen ist ein Schmetterlingspärchen. Es handelt sich um ein Senryu-Gedicht, also das Schmetterlingspärchen ist natürlich das, was wir hier sehen, diese etwas zweibeinigen Schmetterlinge. Es handelt sich um ein Senryu-Gedicht. Sie kennen die Haiku-Gedichte, diese 17-silbigen Gedichte, davon gibt es komische Varianten und da ist dieses Gedicht mit dem Horaku-Tanz ein Beispiel dafür. Hier wird mit Worten und deren Bedeutung auch gespielt. Das erkennt man nicht gleich, wenn man das jetzt in Übersetzung liest. So ist Horaku, also dieser Horaku-Tanz, der hier erwähnt wird, Horaku ist nicht nur der Name eines Opfertanzes, sondern bedeutet in der Alltagssprache auch schlichtweg Spaß haben. Und man fühlt sich auch an einen populären Schmetterlingstanz des Bugaku-Theaters erinnert, der in jener Zeit auch sehr populär war. Was hier genau dargestellt ist, bleibt ein wenig im Unklaren, aber ich glaube, Sie haben verstanden, was ich meine mit diesem Humoresken, was glaube ich, gerade in der vergrößerten Figur dieses wütenden Samurai doch sehr deutlich wird. Noch deftiger wird es bei Sugimura Jihei, wieder Sammlung Geiger, bei dem sich in den hier gezeigten Blatt von etwa auch 1685, also gerade mal ein bisschen älter, ein Jahr älter als das andere Blatt, Erotik und Humor verschränken. Die nachträglich von Hand aufgetragene Gedichtaufschrift, das, was wir hier oben sehen, über der Komposition, über dieser Szene, lautet in wörtlicher Übersetzung: Weil es heißt, es weiß so viele Geheimnisse, das Kissen weiß so viele Geheimnisse, haben wir geschlafen, ohne uns auf das Kissen zu betten. Sonst könnten noch Gerichte wohl mehr als ein Stäubchen sich unnütz zum Himmel erheben.
Also es geht um dieses kleine Kissen hier, das, von dem es eben heißt, es würde so ein bisschen petzen, auf Deutsch gesagt. Und das will man verhindern, indem man eben das Kissen zur Seite schiebt und sich da ungehindert seinen irdischen Freuden hingibt. Geht es weiter mit einem anderen Blatt, einem sehr schönen Blatt, auch aus der Sammlung Geiger, von, auch wieder von Sugimura Jihei, wo es wieder um relativ unzweideutige Dinge geht. Hier sind ein Herr und eine Dame in inniger Umschlingung, die man natürlich hier nur ahnt durch das Stoffgebirge hindurch. Dann sehr pikant auch hier die Schwertspitze des Samurai. Er ist ja nun ein Samurai und das hätte natürlich auch große Freude bereitet, mit Sicherheit. Und dann eben noch hier ein kleiner Junge, und das ist ein typisches Motiv der japanischen Kunst. Das erleben wir auch immer wieder in Bildrollen, sogar auch im ganz frühen Japan. Irgendwelche intimen Szenen, die von irgendjemand beobachtet werden, der da eigentlich nicht zugucken soll. Und das ist eben hier der Fall mit diesem kleinen Jungen, der sich da irgendwie unter diesen wallenden Gewändern verborgen hat und dieser durchaus nicht unpikanten Szene beiwohnt. Oder wieder ganz was anderes, betrachten Sie dieses Ozue. Ozue ist eine Art Volkskunstmalerei, das auch ein Beispiel in der Geigersammlung. Hier wird ein Standartenträger dargestellt. Das sind also kleine, einfach gemachte Handzeichnungen, die am Wegesrand auf der alten Handelsstraße Tokaido, nicht weit von Kyoto, in dem nächsten Stationsort am Biwa-See in Ozu verkauft wurden. Und was wir hier sehen, ist eben ein solcher Standartenträger, der an der Spitze einer Reisegesellschaft durch die Lande zog. Diese Reisegesellschaften waren für die Bauern, und solche Bauern waren das eben auch, die solche Bildchen verkauft haben, für diese Bauern höchst ärgerliche Ereignisse, denn das waren in der Regel Daimyo, also so Provinzfürsten, die in die Hauptstadt pilgern mussten, um dem Shogun da ihre Aufwartung zu machen. Und das bedeutete, jedes Mal, wenn so eine Prozession vorbeikam, mussten die Bauern ihre Feldarbeit liegen lassen und sich zu Boden werfen. Und das war natürlich höchst unangenehm und ärgerlich immer. Und man wagte natürlich nicht, den Provinzfürsten selber da nun ironisch darzustellen, aber um so seinem Ärger ein bisschen Luft zu machen, hat man dann eben diesen Standartenträger da etwas durch den Kakao gezogen. Und der sieht ja wahrhaftig jetzt nicht übertrieben vorteilhaft dargestellt aus und hat durchaus eben schon Züge einer heutigen Manga-Figur. Ich zeige mal so einfach als Beispiel daneben so ein 60er, 70er Jahre Manga. Also das ist hier, glaube ich, von 1973. Von Chiba Tetsuya, eine Szene, die ich jetzt gar nicht näher erörtern möchte, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine mit diesem doch zumindest visuell vorgeprägten Manga-Stil, der hier in diesem frühen Volkskunstwerk schon erkennbar wird. Hier also nicht Humor und Katastrophe, wie der etwas unheilsschwangere Titel dieses Vortrages, sondern eher Humor und schikanöser Alltag, wenn wir es mal so nennen wollen. Aber das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, nicht nur Volks- und Populärkunst wie Ukiyo-e und Ozu-e, die wir gerade betrachtet haben, sind in Japan von allerlei Humorphänomenen durchdrängt. Auch die sogenannte Hochkunst hat in Japan nicht selten humoreske Züge. Betrachten wir einmal die berühmte großformatige Darstellung des Wind- und des Donnergottes, gemalt von einem der bedeutendsten Künstler des alten Japan, von Ogata Korin. Das hier gezeigte Paar von zweiteiligen Stellschirmen entstand übrigens nur wenige Jahrzehnte später als die eben betrachteten Ukiyo-e-Holzschnitte und das Ozu-e. Korin, geboren 1658 in der alten Hauptstadt Kyoto, war einer der innovativsten Künstler seiner Zeit, der sich keiner der etablierten Malschulen eindeutig zuweisen lässt. Was seine Kunst auszeichnet, ist sein Hang zu flächig und grafisch arrangierten Kompositionen von hoher Dekorativität. Bei dem hier gezeigten Werk kommt eine bemerkenswerte Dynamik hinzu, vor allem darin, wie sich die wild bewegten Götter von dem monochromen Goldgrund absetzen. Wenn wir uns vor Augen halten, wie selbstverständlich die Macht der Natur in Japan immer wieder das Leben der Menschen in Frage stellte, ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die eigentlich hinduistischen Gottheiten eben für Wind und Donner
die auf dem Umweg über China aus Indien importiert wurden, in Japan besondere Verehrung genossen. Bemerkenswert ist allerdings, wie diese mächtigen, vor dem Hintergrund der vorhin schon geschilderten neueren Katastrophen, mit Sicherheit sehr zu fürchtenden Götter von Korin hier dargestellt werden. In schwarzen Wolken eingebettet und bewegt mit wilden Körperverdrehungen signalisieren sie zweifellos etwas Unheimliches und Bedrohliches. Zugleich aber erscheinen die grotesk verzerrten Gesichter auch irgendwie wieder liebenswert, ja sogar ein wenig lächerlich. Dies scheint mir genau die Ambivalenz zu sein, in der sich die visuelle Kultur Japans oftmals bewegt, auch noch in den Manga und Anime des 20. und 21. Jahrhunderts. Nun muss als Fußnote noch angemerkt sein, dass diese Bildfindung Korins nun auch nicht so völlig aus dem Nichts kam. Ich zeige Ihnen hier in diesem Beispiel des Donnergottes und auch im Beispiel des das ist der Donnergott und das ist der Windgott. Die Vorbilder, die sehr, sehr bekannten skulpturalen Vorbilder Korins, der ja im frühen 18. Jahrhundert tätig war hier, nämlich aus dem 13. Jahrhundert, aus dem berühmten Sanju Sangendo-Tempel in Kyoto, den ich jedem, der jemals nach Kyoto reisen sollte, sehr empfehlen kann, wo man diese ja auch bemerkenswert expressiven Skulpturen eben bewundern kann. Und es ist gar keine Frage, dass Korin diese Figuren kannte als jemand, der in Kyoto aufgewachsen ist. Aber lassen Sie uns nun zum Ukiyo-e-Holzschnitt zurückkehren, der für Japan und auch gerade für dieses Thema der Groteske eine wahre Fundgrube darstellt. Ich fange mit einem der bekanntesten Motive überhaupt an, das wir übrigens ja auch hier in der Sammlung Riese vertreten haben in einem Abzug. Der großen Welle, ich brauche das Werk, glaube ich, kaum vorstellen, von Katsushika Hokusai, der von 1760 bis 1849 gelebt hat, also sehr alt geworden ist, 89 Jahre alt geworden ist und von einem geradezu manischen Schaffensdrang getrieben war als Künstler. Beinahe 80 Jahre lang hat er gearbeitet als Künstler, das gibt es, glaube ich, sonst in der ganzen Welt Kunstgeschichte kaum. Der hat ja als Kind schon angefangen und dann eben bis zum Alter von 89 Jahren in ungeheuren Mengen von Kunst produziert. Bekannt wurde er vornehmlich als Holzschnittmeister, das heißt als rastloser Zeichner, der die Vorlagen für große Ukiyo-e-Druckwerkstätten lieferte. Doch er hinterließ auch ein umfangreiches malerisches Werk, das zu erkennen gibt, dass er ungeachtet seiner frühen Einbettung in die Zunft der Ukiyo-e-Holzschneider auch mit den klassischen Schulen der japanischen Malerei durchaus vertraut war. Schon seine große Welle, die wir hier noch sehen, entstanden um 1830, das wohl bekannteste Werk der japanischen Kunst überhaupt, könnte man als eine leicht makabere Humoreske durchaus auch interpretieren. Denn wir sehen zum einen natürlich hier die sehr dekorative, schöne Welle, den Berg Fuji, aber wenn man dann noch mal ein bisschen guckt und diese Boote hier sieht, dann wird das Ganze eben doch sehr schnell ziemlich unheimlich. Und wenn wir dann noch an die Tsunami-Wellen denken, die wir nun gerade wieder auf schreckliche Weise vergangenes Jahr erlebt haben, dann ist das Ganze eigentlich alles andere als komisch. Also so ein etwas schwarzer Humor eigentlich, auch wenn es, denke ich, zuallererst einfach als wildes und ungewöhnlich komponiertes Wellenbild gedacht ist und auch wahrgenommen wird. Also kein Mensch, diese Interpretation, die ich jetzt bringe, ist mit Sicherheit keine Standardinterpretation dieses Werkes, das ansonsten ja auch nicht zufällig so irrsinnig populär ist. Wahrscheinlich nicht, weil es so beängstigend ist, sondern weil es einfach irgendwie schön ist als Kunst. Aber das ist eben gerade diese interessante Ambivalenz, die wir in Japan immer wieder finden. Hokusai gehört zu den frühesten Künstlern, die den Begriff Manga expressis verbis auch in ihrem Werk gebrauchen. Allerdings wird der Begriff nicht, wie heute üblich, als Cartoon verstanden, sondern er bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung des Wortes so etwas wie planlose oder ungeordnet aneinandergereihte Bilder. Ich zeige nur hier als Beispiel diese sogenannten Hokusai-Manga, so wird das eben auch genannt, eben mit seinem Künstlernamen und dann eben diesem Begriff für planlose Bildchen hintendran. Diese Hokusai-Manga als kleine Bücher herausgekommen, das sind also jetzt hier nur zwei Seiten aus diesen schulheftartigen Büchlein, kamen heraus für sehr, sehr lange Zeit. 1814 ging es los und 1878, noch deutlich nach dem Tod des Künstlers,
Also 65 Jahre lang wurden die mit großer Begeisterung aufgelegt und verkauft. Hokusai war wahrscheinlich deshalb auch so beliebt für diese Art von Holzschnitten, weil er eben mit ungeheurer Fantasie sozusagen eine Fülle von Motiven geliefert hat, die dann auch dankbar aufgenommen wurden als Musterbücher. Also das ist so, dass solche Bücher dann durchaus auch von eben Netzgeschnitzern oder was weiß ich, Lackkünstlern, die irgendwie dekorierte Lacke herstellten, oder eben auch von Malern und Zeichnern als Ideen, als Anregungen benutzt wurden. Nun ist die Idee für solche Mallehrbücher nichts ganz Neues und sie kommt eigentlich aus China. Das bekannteste ist das chinesische Mallehrbuch vom Senfkorngarten, das 1679 herauskam und auch in Japan bekannt war. Aber es ist schlecht eine Frage der schwierigen Importsituation im Inselreich Japan, dass dieses eben aus China hin und wieder nach Japan importierte bedeutende Werk in Japan natürlich sehr teuer war. Das war ja nicht so wie heute, dass man da eben bei Amazon bestellt hat. Und deswegen konnten sich das nur wenige Künstler oder Handwerker leisten. Und Hokusais eben in Japan selbst über viele Jahrzehnte produzierte Bücher dieser Art waren zum einen wohlfeil und zum anderen eben auch sehr fantasievoll und wurden deswegen auch sehr gerne angenommen. In Hokusais Oeuvre finden sich aber auch Werke, die unmittelbar in die Vorgeschichte des japanischen Manga, also auch in die visuelle Sprache der japanischen Comics von heute hineinpassen. Als Beispiel ist hier das Blatt Oiwa-san zu nennen. Dargestellt ist hier der dramatische Höhepunkt in dem populären Kabuki-Theaterstück Yotsuya Kaidan, die Gespenstergeschichte des Yotsuya, geschrieben 1825 von Tsuruya Namboku. Diese vielleicht bekannteste japanische Geistergeschichte schildert die Ermordung von eben dieser Dame Oiwa, der Tochter des Yotsuya Samon. In der Folge erscheint die Unglückliche ihrem Mörder, nämlich dem Ehemann Tamiya Iemon, als Gespenst. Vergeblich flieht der Mörder vor dem Totengeist, bis Albträume und Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden sind und der Übeltäter endgültig im Wahnsinn versinkt. Also eine höchst dramatische Geschichte. Hokusai hat mit einem intuitiven Sinn fürs Dramatische hier den Moment ins Bild gesetzt, in dem der Geist der Ermordeten aus einem teilweise verschmorten Lampion über dem Grab der Ermordeten hervortritt. Unmittelbar dringt die furchterregende Gespensterfratze dem Betrachter entgegen. Ihre rot aufquellenden, nach oben verdrehten Augen bilden gewissermaßen die Glut im Inneren des halb verbrannten Lampions. Gerade diese Augen, umrahmt von zerzaust herabfallenden Haar, in den Rauchschwaden verschmorten Papiers, wirken erstaunlich modern, also im Sinne von modernen Manga, als hätten sich heutige Manga-Zeichner unmittelbar von Hokusai inspirieren lassen. Und das ist wahrscheinlich auch der Fall. Neuartig ist bei Hokusai aber zuallererst auch der dramatische Close-up auf diese Dämonenfratze. Das ist vielleicht nicht der einzige Künstler, der diese Close-ups gepflegt hat, aber eher besonders markant. Denn in der grotesk überzeichneten Physiognomie des Gespenstergesichtes ist seine Bildfindung durchaus eine über Jahrhunderte tradierte, also in einen Kanon, der über Jahrhunderte geht, eingebunden. Dazu hier nur ein paar Beispiele. Es gibt bereits seit der Heian-Zeit, also seit dem japanischen Mittelalter, so dem 11., 12. Jahrhundert, fantastische Bilder nächtlicher Dämonenumzüge. Die werden in Japan als Hyaki-Yako, was im Grunde genommen 100 Geister, also Nachtparade der 100 Geister heißt, als ein ganz beliebtes Motiv gepflegt. Ich zeige hier ein relativ spätes Beispiel aus dem Lindenmuseum in Stuttgart, das wir in der Manga-Ausstellung vor ein paar Jahren hier auch ausgeliehen und ausgestellt haben. Das ist frühes 19. Jahrhundert, also zu Hokusais Lebzeiten entstanden. Und ich brauche das gar nicht kommentieren. Ich meine, das ist wirklich so Gruselkabinett für Kinder, kann man sagen. Die japanische Kunst ist auf jeden Fall, das sehen Sie schon an diesen Beispielen, immer wieder offen für fantasievoll spielerische, auch im Grunde genommen Drollerien mit Ängsten oder Geistern und Dämonen.
ungeachtet des Grauens, das sich in diesen Bildern natürlich manifestiert, bewahren sie fast immer auch eine gewisse ironische Distanz, die den Betrachter an der Ernsthaftigkeit der Aussage doch ein wenig zweifeln lassen. Der Geist der ermordeten Dame Oiva wird auch, wie auch die nächtliche Dämonenparade, die wir hier sehen mit diesen Yaki-Yako-Szenen, scheint sich gewissermaßen dem Mummenschanz einer amerikanischen Halloween-Party anzugleichen. Zuweilen greift Hokusai auch zu einem eher zotigen Humor, wie das Werk Der Furz, eine Hängerolle, bei der man sich natürlich fragen mag, wer eine solche Hängerolle, Sie wissen, sowas wurde im Tokonoma in einer Bildnische, quasi beinahe wie ein religiöses Werk aufgehängt, wer sich so etwas ins Haus gehängt hat, in die Bildnische, das kann ich nicht beantworten und möchte ich auch gar nicht. Doch wer glaubt, mit Hokusai würden alle Tabus der altehrwürdigen japanischen Kunst erstmals gebrochen, der irrt. Denn auch für diese Art der derben Analkunst, wenn ich das mal so nennen darf, gibt es durchaus in Japan, und zwar sehr alte Vorbilder. Ich zeige hier wieder etwas aus dem 12. Jahrhundert, aus der Rolle Yamai no Soshi, aus dem Buch oder dem Rollbild über die Krankheiten und Gebrechen. Übrigens auch ein Nationalschatz heute im Kyoto Nationalmuseum aufbewahrt, ein ganz berühmtes Werk der mittelalterlichen Rollbildmalerei. Und was wir hier sehen, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, sind eben ja, Gesundheitsprobleme und allerlei Abnormitäten. Und hier geht es eben um Darmbeschwerden, die auf sehr doch drastische Weise dargestellt werden. Und auch da ist es wiederum erstaunlich, dass sowas, was man ja nicht unbedingt als besonders appetitlich bezeichnen mag, eben über Jahrhunderte dann als doch irgendwie großartige Kunst aufgehoben wird und heute eben als Nationalschatz eben in den Museen sozusagen Verehrung genießt. Aber ich wissen dann wenigstens, warum die Schuhe so hoch sind. Das mag ein Grund sein, das mag ein Grund sein, ja. Mit der Öffnung Japans, die mit einer ehrgeizigen Industrialisierung und Militarisierung des Landes verbunden war, hält in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich die Moderne Einzug. Und auch der Humor in der visuellen Kultur erfährt einen signifikanten Wandel. Die Meiji-Zeit 1868 bis 1912, in der sich der Kaiser selbst an die Spitze der Modernisierung und Verwestlichung Japans stellt, war eine Zeit der radikalen Brüche, die auch in der Kunst schwerwiegende Folgen hatte. So erlebte die zwar freche, jedoch auch irgendwie unbeschwerte Unterhaltungskunst der Edo-Zeit, die also 1852 endete, für die Hokusai noch ganz typisch steht, einen Niedergang in jener Zeit. Auch für den Ukiyo-e-Holzschnitt bedeutete diese Umkrempelung und Modernisierung des Landes das allmähliche Ende. Doch einen erstaunlichen Nachsommer erlebt die Holzschnittkunst in einer Flut von oftmals wahrhaft penetranten militärischen Propagandadrucken, die die beiden erfolgreichen Militärkampagnen, ich sprach schon kurz drüber, gegen das chinesische Qing-Reich 1894-95 und dann wenige Jahre später gegen das russische Zarenreich, als immerhin eine europäische Großmacht damals, zum Thema hatten. In diesen Blättern, oftmals in längeren Folgen großer Triptychen angeordnet, erscheinen die militärischen Großtaten des Meiji-Reiches gewissermaßen als Kriegsoperetten, bizarre, oftmals grellfarbige Szenen, die das makabere Geschehen dieses militärischen Konflikts nicht selten in eine heitere Märchenszenerie transferieren. Allein im Gefolge des chinesisch-japanischen Krieges, also des ersten dieser beiden Konflikte, dürften rund 3000 Holzschnittmotive entstanden sein, was einer Tagesproduktion von rund 10 dieser Holzschnittwerke entspricht. Tatsächlich konnte sich in diesem besonderen Fall der Hang zur Groteske und zum beißenden Spott völlig ungehemmt entfalten, denn die Demütigung des politischen Gegners konnte in diesem Konflikt gewissermaßen zur patriotischen Pflicht deklariert werden. Beispielhaft sei hier auf ein Blatt aus Kobayashi Kiyochikas Serie Hyakusen Hyakusho von 1894-95, also genau aus den Jahren dieses chinesisch-japanischen Krieges, verwiesen.
Jaksen Jaksho heißt wörtlich übersetzt 100 ausgewählte Begebenheiten, 100 Mal gelacht. Was man aber mit anderen chinesischen Schriftzeichen auch als 100 Kämpfe, 100 Siege interpretieren kann. Also diese Art von Wortspielen, die man jetzt natürlich in der deutschen Übersetzung nur schwer imitieren kann, ist sehr, sehr typisch für die japanische Sprache, dass man da eben immer wieder auch eben mit den Schriftzeichen sich noch zu Witzen hinreißen lässt. Die Szene zeigt mit hochroten Kopf, hervorquellenden Augen und zum Schreien weit aufgerissenem Mund den Höllenrichter Enmaten, flankiert von einem grimmig, jedoch auch ein wenig verdutzt blickenden grünen Dämon, dem Kerl hier unten. Er beugt sich, also der Richter beugt sich mit hochgereckten, wild gestikulierenden Händen über einen altarartigen Tisch, an dessen linker Seite auf einer Konsole zwei abgeschlagene Köpfe mit schmerzverzerrtem Ausdruck erscheinen. Unterhalb des Richtertisches drängt sich eine dichte Schar von Chinesen. Von den meisten sieht man lediglich den bis auf den angedeuteten Zopf kahlen Hinterkopf, der oben von einem kleinen Totenhäubchen bedeckt wird. Soweit man am linken Rand in die Gesichter der Unglücklichen blicken kann, wird der gleiche schmerzverzerrte Ausdruck erkennbar wie bei den bereits abgeschlagenen Köpfen. Im oberen Drittel prangt rechts ein Schild mit dem Serientitel Jaksen Jaksho, den ich gerade schon erwähnte. Links davon schließt sich in einer Kartusche ein längerer satirischer Erklärungstext zu der Szene an. Ich will das jetzt nur in Zusammenfassung bringen, das ist sonst ein bisschen arg auch penetrant beinahe zu hören, man möchte das gar nicht alles so vorlesen. Da wird also gespielt mit Schimpfwörtern für Chinesen, also die als Chan-Chan bezeichnet werden, und Chan-Chan klingt so ähnlich wie Jan-Jan, was so viel wie flott und schnell bedeutet, also es geht alles ganz schnell mit dem Umbringen von Chinesen. Also es ist eine ziemlich üble Kriegspropaganda, wie gesagt, was Sie da zu lesen und zu sehen bekommen, und visuell ist das ja nun auch nicht gerade besonders charmant, was wir hier sehen, in grellen Farben, natürlich auch schon Anilinfarben, das war ja schon Industrie-Japan sozusagen, wo man eben auch chemische Farben für den Holzschnitt verwendete. Was ich am Rande hier noch erwähnen möchte, ist, dass der Bildtypus dieser Höllenrichter-Darstellung wiederum rekurriert, also ironisch verballhornt, ein Bildtypus, den wir letztlich aus China, dann aber in ganz Ostasien als Höllenrichterbild kennen. Also ich zeige Ihnen hier, das wird dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht erinnerlich sein, aus unserer Korea-Ausstellung 2005, wo wir Höllen- und Paradiesdarstellungen ausgestellt hatten. Also hier ein koreanisches Beispiel. Das ist also hier auch der Höllenrichter, der da auch so ein Richterbuch pflegt, und hier unten drunter dann eben die Szenen mit den Unglücklichen, die eben in der Hölle schmoren und da gebraten werden und so weiter, aber auch unter Umständen dann wieder erlöst werden. Das ist sozusagen jetzt nicht genau, aber doch die ikonografische Vorlage für das, was Kiyoshika hier in diesem wirklich wüsten Kriegsmanga, wenn ich das mal so bezeichnen darf, aus diesem traditionellen Bildthema gemacht hat. Ich zeige jetzt noch drei weitere Blätter aus diesem selben Album von Kiyoshika 1894-95. Werde das jetzt nicht mehr einzeln kommentieren, aber Sie sehen schon, da wird also nicht mit allen möglichen Klischees gespart, und ja, das Ganze ist schon auf eine etwas fiese Art humoresk, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Ich möchte nun diesen Vortrag nicht enden lassen mit dem 19. Jahrhundert, sondern zumindest in einiger Kürze auch noch die Nachkriegszeit, also nach 1945, hier in ein paar Beispielen vorstellen, denn auch da, wie Sie schon wissen, mit Manga und so weiter, spielt der Humor ja nun durchaus eine ziemlich prägende Rolle in der japanischen Kunst. Ich beginne mit Tezuka Osamu. Sie haben das Bild ja schon bei der ersten Folie hier gesehen. Tezuka Osamu, ein ganz berühmter Mann, 1928 geboren und relativ jung, 1989 gestorben. Dessen berühmte Figur Astro Boy, so jedenfalls ist er international bekannt, ja zu den Klassikern des modernen japanischen Mangas wurde.
Der amerikanische Name der Figur ist eindeutig eine vermutlich politisch motivierte Verharmlosung, denn im japanischen Original heißt er Tetsuwan Atomu, was so viel wie Eisenarm Atom bedeutet. Und damit sind wir endlich beim Titel dieses Vortrages. Die von Tezuka 1952, also wenige Jahre nach dem Inferno von Hiroshima und Nagasaki, entwickelte Manga-Figur eines nuklear betriebenen, jedoch friedliebenden kleinen Roboterjungen entwickelte sich sehr bald zu einer Art Archetyp des modernen japanischen Manga und Anime. Also Anime sind die Comic-Filme. Tezuka selbst wurde so etwas wie der Vater der heutigen, heute ja auch weltweit agierenden Manga- und Anime-Szene. Tezuka soll die Figur dieses Tetsuwan Atomu oder Eisenarm Atom entwickelt haben, nachdem ihn ein betrunkener amerikanischer GI tätlich angegriffen hatte. Der Roboterknabe wurde nach Tezuka von einem Dr. Tenma als Ersatz für einen bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommenen Sohn entwickelt, also sozusagen aus dem Kummer des Vaters, der seinen Sohn verloren hat. Warum er den Namen Atom bekam, bleibt allerdings rätselhaft. Aber ich meine, wenige Jahre nach diesem Kriegsinferno ist das natürlich sicherlich auch auf einer metaphorischen Ebene zu sehen. Relativ sicher war Tezuka in den 1950er Jahren kein dezidierter Atomkraftgegner, wenngleich die Nukleartechnik in Japan immer mit dem Trauma des Jahres 1945 in Verbindung stehen wird. Festzuhalten bleibt, dass Tezukas Eisenarm Atom eine Art japanische Antwort auf Walt Disneys Comicwelt ist. Damit eben auf eine ganz andere Art von Humor. Dabei setzt sich Tezuka in dieser Figur sehr deutlich ab von Walt Disneys eher gesellschaftsaffirmativer Welt der tollpatschigen Entenfamilie und des Geldsäcke anhäufenden Modellamerikaners Dagobert. Der atomgetriebene Roboterjunge transportiert eine ganz andere mentale Botschaft. Es ist die zutiefst tragische, also zumindest in seinem, das natürlich auch mal wieder komisch ist, aber letztlich doch eine tragische Geschichte des in den Zwängen der Industriegesellschaft getriebenen täglichen Kampfes des Maschinenmenschen, also des Japaners, der irgendwie so ein bisschen im Sinne von Modern Times sozusagen zum Maschinenmenschen mutierenden Japaners. Das war ja durchaus auch Realität in Japan und ist es bis heute zum Teil. Als Fußnote zu Tezuka sei hier noch auf eine online zugängliche Manga-Serie mit dem Titel Phaeton verwiesen, die zwei Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1988 ihren Anfang nahm und im April 2011 eine Sonderausgabe zum Unfall in Fukushima herausbrachte. In einer Meldung des digitalen Japanese Art History Forum berichtet John Carpenter am 18.04.2011, dass bis zu diesem Zeitpunkt, also das waren nur wenige Wochen nach dieser Katastrophe, bereits 15 Millionen Internetsucher den kostenlosen Zugang zu diesem Manga auf der Seite einer japanischen großen Tageszeitung Asahi Shimbun genutzt hätten. An dieser Stelle muss jedoch betont werden, dass hier, wie sehr oft in Japan, das Medium der komischen Bilder dieser Manga für einen alles andere als komischen Inhalt genutzt wird. Diese Folie zeigt zum einen das Cover, eben hier links, von dieser Phaeton-Serie. Das ist der Titel Phaeton hier oben in japanischer Silbenschrift, Katakana. Und dann rechts noch eine Bildsequenz aus diesem Online-Manga. Natürlich ist der Name Phaeton auch bereits Programm. Sie wissen, das ist nicht nur ein deutscher Autotypus von VW, sondern Phaeton ist ja der Strahlende, der Sohn des Sonnengottes Helios, der zum Symbol menschlicher Hybris wurde. Gegen die ausdrückliche Warnung seines Vaters besteigt er den Sonnenwagen, stürzt ab und löst damit eine Katastrophe von apokalyptischem Ausmaß aus. Eine Parabel, die natürlich auf die Situation mit Tschernobyl und Fukushima hier auch angewendet wird. Auch die japanische Gegenwartskunst bedient sich übrigens immer wieder eines spezifisch japanischen, ich muss schon sagen, schwarzen Humors, wie wir ihn nun schon aus vielerlei Beispielen der Historie gleichermaßen aus Hoch- und Populärkultur in Ansätzen kennengelernt haben. Ein gutes Beispiel hierfür ist Murakami Takashi, geboren 1962 in Tokio, heute einer der erfolgreichsten, auch international erfolgreichsten japanischen Künstler überhaupt.
was er normalerweise zeigt. Der eine oder andere von Ihnen wird sich an die große Ausstellung im Museum für moderne Kunst erinnern. Da wurde das ganze Museum ausgeräumt für ihn. Was das auszeichnet, sind in der Regel also übergroße Sexmonster, absurde Klone, wilde Persiflagen auf Manga und schrille Popkultur, die damit selbst natürlich auch zu einem Teil dieser Popkultur werden. Immer wieder wird die Kunst Murakamis aber auch zu einer Art Danse macabre, bei dem einem das Lachen doch ein wenig im Hals stecken bleibt. Ich zeige hier ein Interview, das da habe ich selber mit der Kamera daneben gestanden, das Murakami 2008 bei dieser schon genannten Ausstellung im Museum für moderne Kunst gegeben hat, einem deutschen Fernsehteam. Und er hat sich wahrscheinlich nicht ganz zufällig vor diese ziemlich düstere Geschichte hier gestellt. Das ist nämlich hier ein Werk aus seiner Serie Time Bokan, was wiederum rekurriert auf einen 70er-Jahre-Comic, der, das ist ein Atompilz-Skelettgespenst, eine etwas wilde Bildfindung. Das war eine Serie, die im Fernsehen im Kinderprogramm lief und die endete immer damit, dass der Bösewicht von dem Atompilz-Skelettgespenst getötet wurde und dann aber wundersam in der nächsten Woche war er wieder quicklebendig und es konnte wieder eine neue Comicserie beginnen. Wie das im Ganzen dann aussieht, also hier kann ich Ihnen so ein paar Ausschnitte aus diesem 70er-Jahre-Manga zeigen und eben hier dieses Atompilzmonster, das taucht, ich kann ja nochmal zurückgehen, das taucht eben hier bei Murakami dann sozusagen als etwas verfremdetes Motiv in seiner, in dem Fall sowas wie Tapetenkunst wieder auf. Murakami hat dann 2005 in der Japan Society in New York eine Ausstellung kuratiert. Das hat er auch öfters gemacht, dass er auch ganze Kataloge und Ausstellungsprogramme zusammengestellt hat, mit einem auch ziemlich schwarzhumorigen Titel. Das hieß natürlich für die Amerikaner nicht überaus charmant, Little Boy, The Art of Japan's Exploding Subculture. Sie wissen, Little Boy war der Name der Atombombe, die die Amerikaner auf Hiroshima geworfen haben. Innerhalb dieses Kataloges, das war also eine Ausstellung dann eben in New York für einige Monate, wurde dann unter anderem dieses Werk vorgestellt von Yanobe Kenji, Jahrgang 1965, also ein relativ junger Manga-Künstler, der für seinen klamaukigen Umgang mit der japanischen Obsession für Roboter sich einen Namen gemacht hat, so Science-Fiction-Geschichten. Und hier aber eben auch so ein bisschen subversiv, ist er nach Russland gefahren und hat sich dann da in der Sperrzone von Tschernobyl mit seinem Raumanzug herumbewegt. Und das ist eben kleiner Filmstill, der hat dann so ein Video gedreht, wie er da rumgestapft ist. Das kommt hier dann nochmal mit dem Titel dieser New Yorker Ausstellung, dieses Little Boy. Ne? Das ist hier in Katakana Ritoru Boy, also das heißt Little Boy, das ist der Name dieser Atombombe. Und was Exploding Subculture ist, das sehen wir dann eben unter anderem bei Yanobe Kenji. Was also lernen wir aus all dem in Bezug auf den japanischen Humor? Ich versuchte in diesem Vortrag zu zeigen, dass in der japanischen Kultur generell die Neigung zu Ironie, zu Persiflage, manchmal auch zu makabrer Doppelbödigkeit durchaus sehr ausgeprägt ist. Das zeigt der Roboterjunge Eisenarm Atom als reichlich subversives Gegenüber zur bunten Harmlosigkeit der amerikanischen Walt Disney Welt. Das zeigt aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der groteske Ironie, ja eben auch Blasphemie, als selbstverständliche Bestandteile der Kultur akzeptiert werden. Ja, wie wir gesehen haben, sogar in Tempeln über Jahrhunderte aufgehoben werden, auch wenn hier eben der Buddhismus und das Mönchsleben ziemlich drastisch durch den Kakao gezogen wird manchmal. Und alles andere, was wir dann aus späteren Jahrhunderten im Ukiyo-e gesehen haben, spricht ja auch für sich. Ich meine, das, was so unterm Strich bleibt, denke ich, ist, dass wir die japanische Kultur
eben als eine doch außerordentlich reife Kultur, glaube ich, sehen müssen. Eine Kultur, die es versteht, sich selbst in Frage zu stellen, auch immer wieder sozusagen ironisch neben sich selbst zu treten und natürlich auch neben andere. Und das, denke ich, ist ein Qualitätsmerkmal oder ein Reifemerkmal der japanischen Kultur, weswegen ich das eben doch auch sehr gerne so zeige und jetzt nicht nur als Jux und Tollerei, denn Sie alle erinnern sich an Salman Rushdie und an die Mohammed-Karikaturen aus Dänemark. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Kultur, sagen wir mal so, liberal auch mit den heiligsten Werten, siehe Donnergott und Windgott und was es noch sonst so alles gab, oder eben das Klosterleben im 12. Jahrhundert umgeht. Das ist, denke ich, etwas, wovon man sich gerade heute auch in einer Zeit, in der doch die Fundamentalismen manchmal wieder auf dem Vormarsch sind, doch eine Scheibe abschneiden kann. Insofern, in dieser Weise, glaube ich, könnte die Welt durchaus auch von Japan ein wenig lernen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.